Naja, die Resolution ist natürlich eingebracht worden wegen der ganz aktuellen Ereignisse, die sich in Deutschland leider zugetragen haben. Eben dieser ganze Aufklärungsverbund um die Zwickauer Terrorzelle, um die Tötungsdelikte, die da stattgefunden haben, um die ja, rechtsradikalen Gedanken, die hinter diesen Tötungsdelikten stecken und gegen dieses lange nicht entdeckt werden. Und dagegen sollte ein öffentliches Zeichen gesetzt werden. Wir als Stadt Wilhelmshaven wollen den Kampf gegen Rechtsextremismus und wir wollen den Kampf gegen dieses rechtsradikale Gedankengut. Und das war Ursprung der ganzen Eingabe, die wir gemacht haben, wo wir mit bestem Wissen und Gewissen gesagt haben, das kann eigentlich jeder mittragen. Ich werbe seit mindestens nun 69 Tagen um das Vertrauen aller Bürgerinnen und Bürger in der Stadt sowie das aller Parteien, die im Rat der Stadt vertreten sind. Für die nächsten 8 Jahre gilt das Ziel, Oberbürgermeister aller Wilhelmshavener zu sein und zu zeigen, Wilhelmshaven geht besser. Es ist so, dass Andreas Wagner, der Oberbürgermeister, hier zum Netzwerktreffen kommen wollte, um sich mit dem Netzwerk auszutauschen. Wir hatten ihn daraufhin eingeladen. Da gab es die Resolution, glaube ich, noch gar nicht. Also dass die erste Resolution von den Bündnis 90 Die Grünen. Und wir wollten eine Diskussion führen, wie die zukünftige Zusammenarbeit zwischen Verwaltung und Netzwerk vonstatten gehen kann. Daraus ist dann die Resolution der Bündnis 90 Die Grünen entstanden. Also das Nichterscheinen des Oberbürgermeisters zum Netzwerktreffen, das ist ein ganz eigenes Thema. Und sicherlich gibt es für alles Gründe. Uns wurde der Grund nie wirklich genannt. Das müssen wir aber erstmal hinnehmen. Da bricht auch für uns keine Welt zusammen. Wir sind durchaus in der Lage, auch ohne das Erscheinen des Oberbürgermeisters unsere Arbeit zu leisten. Was allerdings den Umgang mit der Resolution und die Bereitschaft des Rates und der Verwaltung angeht, sich gegen rechts zu positionieren, da haben wir schon ernste Probleme mit. Die Ablehnung der Resolution, die von der Gruppe Bündnis 90 Grüne WBV Piraten eingebracht wurde, ist für uns nicht nachvollziehbar. Und die neue Ratsvorlage, die jetzt eingebracht wurde, die findet unsere Unterstützung definitiv nicht. Was mich erbost hat, war einfach, dass eine Viertelstunde vorher abgesagt worden ist. Und Andreas Wagner anscheinend eine wichtigere Veranstaltung hatte. Aber das zeigt sich ja jetzt an dieser Begründung, dass es wichtig gewesen wäre, mit uns zu diskutieren. Weil diese Diskussion zwischen Rechtsextremismus, Linksextremismus, extremistische Glaubensrichtung, würde einfach ganz einfach vielleicht anders aussehen, wenn er hier mit uns, mit dem Netzwerk diskutiert, weil wir ein Netzwerk gegen rechts sind und das für uns im Vordergrund steht und keine andere extremistische Ausrichtung, weil damit haben wir kein Problem in Wilhelmshaven. Wir haben immer wieder mit rechtsradikalen Einzelpersonen und Gruppen zu tun, die natürlich dann irgendwann mal im Untergrund sind, woanders aktiv sind und hier wieder auftauchen. Das Problem ist immer latent da. Aber eine Gruppierung, wie jetzt zum Beispiel die AG Wiking einmal war, gibt es zurzeit nicht. Natürlich gibt es eine Szene. Diese Szene hat unterschiedliche Ausprägungen und Erscheinungsformen. Sicherlich ist es so, dass wir derzeit keine wirklich öffentlich wahrnehmbare Struktur haben. Die letzte ist vor einigen Wochen erst zusammengebrochen. Nichtsdestotrotz gibt es die Aktiven hier in der Stadt und es gibt die Sympathisanten der rechten Szene. Alles zusammen sprechen wir über weit mehr als 1000 Menschen, die dieser Szene zugeordnet werden können, wobei wir von in etwa 100 ausgehen, die tatsächlich rechtsaktiv sind, in Organisationen, in Gruppen eingebunden sind, und auch dort aktiv sind. Das geht von jungen Rechten, die sich in kleineren Gruppen treffen, zieht sich dann fort, über die mittlere Altersgruppe, die hauptsächlich parteipolitisch aktiv ist, das heißt Mitglieder der NPD.
und geht hoch bis ins hohe Alter. Teilweise rechtsorientierte Heimatvereine, Pro Deutschland und andere Initiativen, die auch in Wilhelmshaven aktiv sind. Also unseren Informationen nach gibt es hier eine Szene. Es ist sicherlich nicht so eine große Szene, wie manchmal im ostdeutschen Raum zu beobachten ist. Sie wird sicherlich nicht so groß sein. Aber mir ist es eigentlich fast egal bei so einer Resolution, ob es hier eine aktive Szene gibt oder nicht. Mir geht es um die Sache selbst. Und wenn so eine Präventionsarbeit gemacht wird, dann kann sie auch eine Prävention dahingehend sein, dass so eine Szene sich gar nicht erst weiter aufbaut oder solche Nester sich verfestigen können. Insofern denke ich, ist der Kampf und die Präventionsarbeit gegen Rechtsradikalismus immer eine gute Sache und immer auch all das Geld wert, was es unter Umständen dann kosten wird oder mit Sicherheit kosten wird. Ich würde ganz gerne mal hören, inwieweit die Parteien in die Erstellung dieser Beschlussvorlage eingebunden waren und ob die Fraktionsvorsitzenden Möglichkeiten der Veränderung sehen in die Richtung, die jetzt schon angedeutet wurde. Ja, also es war jetzt eigentlich auch meine Intention, die beiden Fraktionsvorsitzenden sitzen ja hier, Helwe, hier Föhlinger, einfach mal zu fragen, was sie dazu zu sagen haben, denn das Papier von Herrn Wagner wird sicherlich nicht ohne Abstimmung mit den beiden gelaufen sein, denn die sollen das ja auch im Rat sicherlich mittragen. Und insofern finde ich es schon wichtig, wenn einer von beiden wenigstens was dazu sagen würde. Und auch in diesem Fall, was gerade eingangs gesagt wurde, naja, die Gruppe um WBV, Piraten, Grüne, hätte die anderen Fraktionen nicht mit einbezogen. Ich meine, auch dieses Papier ist natürlich ohne jede Absprache aufgetaucht und auch da hätte man es machen können. Ich glaube nach wie vor, hier geht es um Parteienstreit und nicht mehr um den Inhalt, aber und das wird der Sache schon gar nicht mehr gerecht. Aber man mag nicht eins besser belehren. Wer von euch wird antworten? Ich bin mit Schweigen. Also Koloski hat das schon bestätigt, was er hören wollte. Er hat auch schon die Unterstellung gebracht. Warum soll ich mich zu dem äußern, was er mir unterstellt? Das bringt nichts, wenn er unterstellt. Also erstmal grundsätzlich, wer das die Beschlussvorlage vernünftig studiert hat, wird erkennen, dass der Verwaltungsausschuss diese in erster Lesung erstmal behandelt hat, am 12.03. und sie nochmal am 19.03. in zweiter Lesung behandelt. Statisch ist so etwas erst dann, wenn es beschlossen ist im Rat. Also ich will diese beiden Herren und ihr Verhalten in der Arbeitsgruppe oder ihr Auftauchen in der Arbeitsgruppe nicht bewerten und das müssen sie selber wissen. Ich hätte mir gewünscht, dass die beiden ein bisschen mehr Informationen an die anderen Mitglieder des Netzwerkes einfach gebracht hätten, dass sie das Netzwerk mehr informiert hätten, als nur mehr oder weniger anwesend zu sein. Denn diese beiden Herren sind ja die Redelsführer oder die Anführer der beiden Fraktionen im Rat, die mehrheitlich eine neue Resolution tragen werden. Und wenn die neue Resolution sich eigentlich im Wesentlichen gegen allgemeine Formen von Extremismus in allen seinen Schattierungen richtet, dann ist das, wie ich gerade schon ausgeführt habe, für mich zu wenig. Jede Form von Extremismus ist abzulehnen, aber in diesem speziellen Fall geht es um die Form von Rechtsextremismus und dagegen sollte ein Zeichen gesetzt werden. Das ist ein bisschen verpasst worden. Ich finde es sehr schade für die Stadt, aber warum das so ist, das sollten Sie vielleicht die beiden Leute der SPD und der CDU fragen und im Zweifelsfall den Oberbürgermeister. Ich finde einfach, dass das Netzwerk gegen Rechts hier eine sehr gute Arbeit macht und ich es ziemlich ignorant finde, dass fachkompetente Menschen hier nicht einbezogen werden. Es geht eigentlich gar nicht. Also wenn man es wirklich ernst meint mit dem Kampf gegen Rechts, dann wäre es einfach wichtig, auch das Netzwerk aktiv mit einzubinden. Aber da haben wir Bedingungen. Wir werden ganz einfach uns mit dem Thema Rechtsextremismus auseinandersetzen und nicht mit anderen Formen von Extremismus. Naja, schon der Ansatz ist der falsche, denn das Netzwerk hat nie eine neue Arbeitsgruppe gefordert oder gewollt. Das Netzwerk versteht sich als Arbeitsgruppe verschiedener Organisationen, die sich eben dort vernetzen, um ihre Arbeit zu koordinieren und eigene Projekte zu entwickeln. Was wir nicht brauchen, ist eine neue hierarchische Ebene, eine neue Struktur, wo wieder geplant wird, sondern wir fordern aktive Unterstützung von Rat und Verwaltung, von den Parteien für die Arbeit des Netzwerkes ein.
Dafür braucht es keine Arbeitsgruppe, sondern eine Unterstützung der bestehenden Arbeitsgruppe des Netzwerkes gegen Rechts. Die Vermischung der Extremismusformen spielt für uns überhaupt keine Rolle. Wir sind unseren Aufgaben klar definiert. Wir sind ein Netzwerk gegen Rechts. Wenn sich irgendwelche anderen Organisationen, Verbände oder Netzwerke gegen andere Extremismusformen einsetzen wollen, sollen sie das tun. Das ist aber nicht unser Arbeitsbereich. Und diese Vermengung lassen wir auch für unseren Arbeitsbereich nicht zu. Also bisher war es so, dass Reden geschwungen worden sind. Und Unterstützung in dem Sinn finanziell gar nicht vorhanden war. Und wir wollen ja jetzt auch nicht irgendwie eine große finanzielle Unterstützung, sondern einfach Wegbereiter. Wir brauchen Wegbereiter in dem Bereich, dass wir in die Schulen kommen können. Wir brauchen Wegbereiter, um vielleicht kostengünstiger an Räumlichkeiten zu kommen oder sogar kostenlos. Das würde uns schon weiterhelfen, weil bisher haben wir die Arbeit gegen Rechts irgendwie finanziert bekommen und wir wünschen uns einfach nur ein bisschen Unterstützung. Wir haben viele, viele Beispiele in Deutschland, in denen sich Städte und Gemeinden ganz klar gegen Rechts positionieren. Auch der Rat der Stadt hat das schon mehrfach durch Resolutionen getan. Resolutionen sind erstmal nichts weiter als eine Standortbestimmung, eine Absichtserklärung. Das finden wir gut, das ist aber nichts, was uns wirklich dauerhaft weiterhilft. Das Netzwerk fordert von Rat und Verwaltung eine aktive Unterstützung unserer Arbeit über alle Parteigrenzen hinaus. Aktive Unterstützung unserer Arbeit heißt dabei nicht zwingend, dass wir Geld von der Stadt haben wollen, sondern dass wir für gewisse Aktionsformen von der Stadt unterstützt werden, Räumlichkeiten zum Beispiel bekommen, Plakate aufhängen dürfen oder Busse gestellt bekommen für Veranstaltungen. Alles dies ist möglich. Wenn gewisse Hürden abgebaut werden würden, würde uns die Arbeit deutlich erleichtert werden, ohne dass der Rat oder die Stadt nun gleich Geld in die Hand nehmen muss. Diese Unterstützung ist leider bisher nicht erfolgt und im Moment sieht es auch nicht so aus, als wenn die Stadt dazu bereit wäre. Der momentane Aktionismus im Kampf gegen Rechts als Resultat der NSU, der sogenannten Zwickauer Zelle, ist genau das, was wir als Netzwerk nicht möchten. Wir möchten nicht Buschbrände bekämpfen, wir möchten nicht mit der Gießkanne übers Feld gehen und gucken, wo dann was aufgeschreckt wird, sondern wir wollen kontinuierlich Arbeit leisten. Und das bedeutet auch gerade in Zeiten, in denen rechte Strukturen nicht öffentlich wahrnehmbar sind, in diesen Zeiten aktiv Präventions- und Informationsarbeit zu leisten, um für die Zukunft zu verhindern, dass diese Strukturen überhaupt eine Chance haben. Diese Strukturen gibt es im Fußballstadion genauso wie bei Musikveranstaltungen, die gibt es in Schulen, am Stammtisch, an der Supermarktkasse, die gibt es tagtäglich in unserem Leben. Und der Kampf gegen den alltäglichen Faschismus, gegen die alltägliche Ausländerfeindlichkeit ist genauso wichtig wie der konkrete Kampf gegen rechte Erscheinungsformen, gegen Kameradschaften, gegen die NPD und andere. Aber nichtsdestotrotz ist es tatsächlich so, dass Wilhelmshaven mit dieser Auseinandersetzung wohl Probleme zu haben scheint. Woher es auch immer resultiert, ist uns nicht klar. Wir haben viele sehr rege und aktive Bürgerinnen und Bürger in der Stadt, die mit uns gemeinsam über viele, viele Jahre, teilweise Jahrzehnte schon diesen Kampf führen. Wir wünschen uns natürlich, dass es mehr werden. Und wir wünschen uns vor allen Dingen, dass es dafür nicht erst Brandstiftungen und Morde braucht, sondern die Notwendigkeit auch jetzt schon erkannt wird. Ich finde, man übergeht genau die Leute, die sich ja seit Jahren mit dem Thema auseinandersetzen. Und das wird sicherlich zum Teil auch in erster Linie damit zu tun haben, dass einige der Mitglieder, denen, die jetzt auf der Liste stehen oder genannt werden, nicht passen. Man kann nicht miteinander und deswegen leidet das Thema und in meinen Augen auch am Ende wahrscheinlich die Qualität. Ich hoffe, das ist nicht so, aber ich finde es sehr schade, dass die, die sich seit Jahren engagieren, nicht wahrgenommen werden an der Stelle. Ein Kampf gegen Rechts ist als Gewerkschafterin und als Gewerkschafterin einfach wirklich notwendig. Wir haben aus unserer Geschichte gelernt, wir wurden verfolgt
Und das darf in Deutschland nie wieder passieren und wehrt den Anfängen. Und deswegen der Kampf gegen rechts.